Okay. Na, hörst du wohl auf? Bam, ab in die Eier! Oh, I love this song. Come on, Kenzie, sing it with me. No, I don't think so. Oh, come on, I'll even let you be the cat. Not gonna happen. We come together. Now your turn, come on. And you know it ain't fiction. Come on! No. Kenzie, that's an order from your president. Fuck that. This is why we are closer. Hey, geile Musik hier im Radio. Habe ich das Radio überhaupt an? Eigentlich nicht. Moment. Bin ich zu weit gefahren? Zurück aus dem Weg hier! Wieso zeigt er mir jetzt wieder einen anderen Weg an? Was soll das denn? Entschuldigung, mein Fehler. Da ist Bugs Bunny. Bleib stehen, du scheiß Hase. Ich wollte schon mal immer was sagen. Du stinkst! So, das musste sein. Das musste einfach sein. Wieder ab in meine Karre weiter. Okay, hier muss jetzt... Oh, Bingo! Irgendwie kann ich das auch mit dem Auto sammeln. Jo! Und jetzt zum... Ich glaube, das ist jetzt der letzte. Incomplete, but amazing. I know I'm gonna regret this, but how is it amazing? It seems that anything that broke the normal rules of the simulation deposited loose data that can be incorporated into your programming. I actually kind of understand that. But since the data is so fragmented, it doesn't leave behind a complete subroutine to loop into your code base. Nope, never mind, you're talking gibberish again. Ugh, it's simple. The more clusters you get, the more you can upgrade and alter your abilities. Now we're talking the same language. Ah, okay. Das hört sich doch schon eher nach was an. Ich komme näher, ich komme näher. Ich komme nicht näher, ich gehe weiter weg. Okay, ich muss um das Haus herum irgendwie. Irgendwo da hinten muss er sein. Es sieht schon hart aus, diese große Plattform da hinten. Mal gucken, ob ich da vielleicht irgendwie mal hochkomme. Oder dahin. Auf die Plattform. Ich glaube, das müsste ich bei Gelegenheit mal versuchen. Ha, da ist er doch. So, three of these enough? Still missing some key fragments. Get one more and we'll see. Ah, noch einen holen? Och man, und ich dachte, ich wäre jetzt hier fertig. So, with these data... Thingies. Clusters. Fine, clusters. If they can be so useful, then why isn't Zinyak sending his people out to collect them? Why would they need them? To give his people a boost or something. I don't know, you're the one who says they're amazing. If Zinyak wants to change the code for his people, he can just... He wrote the simulation! Yeah, but what about keeping us from... You know what? Never mind. I'm just gonna accept this and move on. Probably better that way. Genau, akzeptieren wir es einfach so, wie es ist und, denk da nicht weiter drüber nach. Auf dem Weg hier! Los, weg! Ich hab's eilig! Scheiße, meine Reifen sind anscheinend kaputt. Da schleift irgendwas. Hey, das war ein Stunt! Macht mir das erstmal nach hier! Und jetzt? Harte Rechtskurve! Ging doch. Aber irgendwie sind die Reifen ganz schön am Schlackern hier. Irgendwo hier. Gucken wir mal da. Nein. Holy shit! Zinyak destroyed my apartment. Ugh. That place should have been condemned a long time ago. Well, I always thought it had character. Na. Aber, ah, hier. That should be enough. Let's see what I can do here. Check your home. Greife auf das Hub-Menü zu. Okay. Und jetzt rufe Kräftemenü. Kräfte kaufen. Super Sprint.
Yeah, mit dem Supersprint kannst du schneller laufen als Autos. Wie geil ist das denn? Was ist hier noch? Super Jump? Super Sprung? Mit dem Wandsprung kannst du nun senkrechte Oberflächen hinauflaufen. Und mit aufgeladenem Sprung kannst du Gebäude... Oh, cool. Halte X gedrückt, um den Sprung aufzuladen. Ja gut. Kehre in den Zukunftskräftemenü zurück, um deine Kräfte zu verbessern. Erneut Elemente auszurüsten. This feels awesome. Here, let me load up a training program for you to test your powers. I want to pair those new Ultor glasses. What am I supposed to do in here? The code says you can jump long distances and run at super high speeds. How about starting with a small jump? Yo! Okay, try focusing on charging your jump. That should get you higher. Oh! Ach, das ist der... Ja, wie cool ist das denn? Kann man das auch kombinieren? Yo, das geht auch. The hell am I supposed to jump up that? Try pushing up from the wall each jump. I can climb walls? It'd be more accurate to say you can jump up them repeatedly. Same difference. Okay, dann wollen wir mal. Ja, cool, man kann den sogar zwischendurch wieder aufladen. Whoa! This time I blew the buildings apart. Try making that jump. Yeah, hell yeah! Wie cool! I can this. Prototype! Okay, now for the big test. Use your super speed to get a running start and leap to that opposite building. Oh, you got Bin it. Schon drüben. Just try it. Fun, but I want something more challenging. Good, because I found a race-up routine already in the city. Perfect. See? You did it! Yeah! Aufstieg! Ja, cool. Level up. Ist ja geil. How this works. Run along the path collecting the power orbs, which should boost your new speed. Every time you hit a checkpoint, you'll be able to stay in the program a bit longer so you can reach the end. Though you probably want to avoid the firewalls along the way. Good luck. Okay, grün sammeln, rot meiden. Ja, es ist wie Prototype. L2, okay, das heißt, wir haben hier eine Zeitbegrenzung. Jetzt bin ich mal gespannt. Drückt mir die Daumen, Jungs. Und Mädels. It's all this stuff here anyway. Don't know, but it seems like when you break through any checkpoints along the race, the district's reality matrix will overload a little. Does that mean something to me? It means the simulation doesn't like it, and we're able to control the area. Sounds simple enough. It did the first time I said it too. You know, I don't know. Lies. But they own the wrong. You! Ja, wie cool! Und noch ein Jump! Das ist ja geil. Ich brauche kein Auto mehr. Ich mache jetzt hier alles zu Fuß. Peng! Und Gold! Hell yeah! Chaoslauf geschafft. Ist ja cool. Und gleich auf Gold. So wie es sein soll. Ihr wird Evil Biker gerade mal gut genug hier. Ich wollte doch auf Platin und auf Diamant gehen, aber das haben sie halt leider nicht. Von dem muss ich leider Gold nehmen. Und auf dem halben Weg schon fast zu Level 4. Supersprung und Supersprint. Und Chaoslauf, jawohl. Ist ja geil. Und das Zeug habe ich jetzt so. Yo. Fett. Moment, da sehe ich doch eine Faust unten auf dem Boden. Was ist das? Was ist das für eine Faust? Erstmal gleich hin. So. Ach, hier. Das kennen wir doch. Das haben wir doch schon gehabt. Yes! Ich reiße hier als Herz raus! Ich kick dich durch die Gegend! Und gleich den nächsten hier! Bums! Guck an, da haben wir auch noch einen! Komm her!
Knack! Noch ein! Ach, hör, komm! Bullen, machen wir das gleiche auch mal mit, ist doch scheißegal! So, haben wir sonst noch irgendwo einen? Da haben wir noch jede Menge. Peng! Aus dem Weg hier! Oh, hab ich dem aus Versehen in die Eier geschossen? Sah so aus. Weg mit dir! Also bist du immer noch da? Hoppala, Entschuldigung, ich wollte dich nicht umschützen. Unruhenherd gelöscht. Ah, okay. Und ping! Hol dir vom Bike! Geh weg! In die Eier! Was haben wir denn jetzt hier? Oh, ein Bike? Ja geil, das können wir auch speichern. Nee, ich will jetzt eigentlich nicht schießen, ich will jetzt hier nur noch wegfahren. Wohin will ich denn jetzt eigentlich? Eigentlich habe ich gerade gar keinen Plan, was ich jetzt hier... Oh, ui, ui, aua, okay, das hat weh. Was haben wir jetzt hier noch? Upgrades. Oh, Bargeld kann ich auch wiederholen. Schön. Upgrades. Sollte ich vielleicht auch mal gucken. Kräfte. Eile. Verfügbar. Ne? Null. Ach. Jetzt muss ich diese Datenviecher überall sammeln, damit ich hier die Teile hochleveln kann. Okay. Sprinttempo. Verringerter Schaden. Was haben wir da? Sprunghöhe. Sprungluftsturm. Sprungweite, Gleitendistanz. Brauche ich eine Herausforderung für, um es freizuschalten? Okay. Zwei neue Aufträge. Gucken wir jetzt mal hier bei den Upgrades. Was haben wir denn hier? Bonis. Bonus Bargelderhöhung. Ja! Haben. Unruhenherdbelohnung. Steigere Geld und EP für Erledigung von Unruhenherden. Jawohl! Auch haben. Damit haben wir die. Was haben wir jetzt noch? Fähigkeiten, Gesundheit, Schaden, Kampffahrzeuge. Okay, hier ist das Cyber Monster Truck. Den haben wir schon. Fahrzeuge, Monster Trucks. Bestehen Herausforderungen, um das Upgrade freizuschalten. Okay, Fähigkeit Nitro. Jedes deiner Fahrzeuge hat Nitro-Antrieb. Haben. Kampf. Beitätige MPs. Moon-Pistole. Du kannst 25% mehr Pistolenmunition tragen. Okay. Moon-MP. Moon-Moon. Gateway-Waffen... Hä? Du hältst noch mehr kostenlose Moon, wenn du Gateway-Waffenlager zugreifst. Beidhändig. Ah, dafür brauche ich Level 4. Halte Pistolen in beiden Händen. Wie geil. Moon-Sprengwaffe. Ach du Scheiße. Waffenschänder. Jetzt wird zugeschlagen. Im Gateway-Waffenlager kannst du nun... Mit den Schänder ausrüsten? Gateway-Waffen? Was ist ein Gateway-Waffenlager? Schaden. Handfeuerwaffen. Leichte verringerte Schäden durch Kugeln und Laser. Hab ich aber momentan das Geld nicht für. Gesunder Passantengemetzel. Leichte Erhöhung des Werts aller Gesundheitsblage. So Fußgänger lassen jetzt Gesundheit-Pickups fallen, wenn sie sterben. Leichtes Upgrade der Gesundheit des Spielers. Ich glaube, das wäre gar nicht mal so unübel. Fähigkeiten. Ausdauererhöhung. Die Länge der Ausdauerbalken wird vergrößert. Ah, okay. Das heißt, als nächstes Fähigkeiten machen. Aufträge. Haben wir nochmal irgendwelche Nebenaufträge? Erkunde den Turm. Simulierter Betrug. Und Panzer. Panzer für mich. Panzer für mich. Ich will ein Panzer haben. Ja. Telefon, Fahrzeug.
Wo ist mein Raycoaster? Ah nee, ich war ja schon drinnen. Das hört sich nett an. Und ich glaube, bei Gelegenheit sollte ich dann mal auch diese Rennen nochmal machen, weil man kriegt ja auch Geld dafür, was wir ja auch brauchen zum Upgraden. Von dem her, das wäre vielleicht auch gar nicht mal so unübel. Das heißt, ich werde dann vielleicht mal so eine Folge machen, wo ich nur diese... Was ist das?